das mit. Hier fehlt uns wieder Stahl. Holz. Ja, dann warten wir damit noch. Dann warten wir noch. Die Jäger machen sich wieder auf den Weg. Sie steigen wieder ins Frostland. So, ich würde hier jetzt mal Holz einlagern. Dann haben wir das auch. So, wie sehen denn die Temperaturen aus? Wir haben hier erträglich. In ein paar Tagen werden wir minus 60 Grad haben. Dann wird es kalt werden. Das reicht nicht aus. Also wir müssten als nächstes dann die Generatorleistung erhöhen. Die Generatorleistung. Das ist hier bei Heizung. Generatorleistung Stufe 2 erhöht die Temperatur in allen Wärmezonen um 1. So, genau, das wäre dann das nächste. Die Generatorreichweite haben wir ja damit kompensiert, dass wir Dampfzentren gebaut haben. Aber dann würden wir das hier erstmal erhöhen. So, was haben wir hier? Verbesserte Heizkörper. Erhöhen die Temperatur in Arbeitsplätzen um 2 Stufen. Das wäre natürlich auch eine feine Sache. Was haben wir hier? Die Wärmezonen und Dampfzonen können sich um 15% ausdehnen. Okay. Also, das wäre so eins der nächsten Sachen, die wir dann entwickeln müssen, damit die nicht erfrieren. So, weiter geht's. 5 Stunden, 8 Stunden sind die beiden Späher. Dann ankommen, gibt es hier wieder. Und weiter geht's mit dem Gesetz. Willige Informanten, ein paar Arbeiter möchten Sie sprechen. Sie haben einen Ingenieur dabei und beschuldigen ihn, ein Abtrünniger zu sein. Er hat uns das hier vorgelesen. Er wollte, dass wir uns gegen Sie stellen. Einer der Arbeiter überreicht ein ramponiertes Buch. Verdammte Narren, knurrte der Ingenieur. Das ist Dickens. Ich wollte Ihnen etwas Bildung vermitteln. Sehr gut, macht weiter so. Du gewinnst 3 Informanten. Der Ingenieur wird verletzt. Die Hoffnung sinkt. Dieser Mann ist unschuldig. Die Unzufriedenheit steigt. Na gut, dann nehmen wir ein bisschen Unzufriedenheit in Kauf. Aber die Hoffnung sinkt nicht. Das fühlt sich besser an. So, wie sieht es denn hier aus mit dem weiteren Automaton? Stahl. Wir haben immer noch nicht genug Stahl. Stahl, Stahl, Stahl. Dann schauen wir mal. So. Die 2 Stufen nähern sich unaufhaltsam. Das läuft auch noch. Wie lange hält die Kohle? Etwa 2 Tage. Sagt die Statistik zu wenig. Okay. Aber warum? Achso, wir sind jetzt. Hier wird gerade nicht gearbeitet. Fehlen uns hier irgendwie die Leute? Die Heizung ist an. Es ist trotzdem kalt. Okay, dann. Wäre es jetzt mal interessant, was passiert. Also ich versuche es jetzt einfach mal. Meine Idee ist es dort. Gesund, nee, Technologie. Ein Dampfzentrum hinzusetzen. Am besten hier so. Was hier die ganzen Arbeitsstellen erwärmt.
Das sind ja nur die Depots hier hinten, das ist egal. Hier ist auch kalt. Gut, hier können wir die Heizung ausmachen. Das habe ich übersehen, weil hier ja die Automatone arbeiten. Hier ist sie aus. Hier sind noch Leute drin. Oder kann ich den Automaton auch einsetzen? Kohlegenerator. Ja, also hier wäre so der nächste Automaton, den ich dann hier einsetze, weil dann kann hier diese ganze Stahlgeschichte und Kohle dann von Automatonen übernommen werden. Schauen wir mal. Zugefrorener Dreadnought. Die meisten Maschinen an Bord der USS Prometheus wurden demontiert und abtransportiert. Der massive Dampfhammer, der auch das dickste Eis zerschlagen konnte, liegt zerbrochen am Bug des Schiffes. Holz, Stahl und Dampfkern. Zugefrorene Dreadnought, berechnendes Genie. Die nützlichen Maschinenteile der Dreadnought wurden bereits geborgen. Aber ihre Hülle enthält noch so viel Stahl, dass der Bau eines Außenpostens gerechtfertigt wäre. Auf der Brücke haben wir ein Logbuch mit Teslas letzten Befehlen gefunden. Bringt alle Vorräte und die kräftigen Überlebenden auf die USS Hephaestus. Nehmt die Amputierten nur mit, wenn genug Prothesen vorhanden sind und sie sich nützlich machen können. Zerstört das Lagerhaus. Okay. 127. Dann würde ich sagen, da wir Stahlmangel haben, schicken wir diesen Spätrupp sofort zurück. Der zweite, der in 2 Stunden die arktische Station erreicht, kann dann weitergehen zum zerstörten Lagerhaus. Und dann haben wir hier 2 Außendepots, einmal für Rohnahrung und einmal für Stahl. Also brauchen wir 2 Stück. Dazu muss das Technologiezentrum mal fertig werden. Das heißt, ich werde hier 24-Stunden-Schichten anordnen, und zwar in beiden. Ja, also diese Unzufriedenheit haben wir ja im Griff. Daher ist es jetzt wichtiger, dass wir hier unsere Entwicklungen fertig bekommen, als beliebt zu sein. Die Hoffnung sieht ja noch ganz gut aus. Sollten wir also keine Angst haben. Mal einen Schluck trinken. Wir haben wieder 2 Kranke. Aber wir haben genug Betten, um sie zu behandeln. Das sieht also gut aus. So, wie sieht es denn jetzt hier aus? Jetzt haben wir ja hier ein Dampfzentrum und es hat was gebracht. Sehr schön. Sehr schön. Was haben wir hier? Das Pflegeheim und das Gefängnis. Ja. Das ist im Gefängnis ordentlich mollig warm. Das wollte ich eigentlich nicht erreichen damit. Aber gut. Ist halt so. Und die 2. Späher sind angekommen. Arktische Station. Die Tür der arktischen Station wurde eingeschlagen. Drinnen sind Kampfspuren zu sehen. Zerbrochene Möbel, beschädigte wissenschaftliche Instrumente und Blutspritzer. Und wieder gibt es Ressourcen. Die letzte Entdeckung. In der geplünderten Station fanden wir Teslas Audiotagebuch. Eine Stimme sagt, die beobachteten Veränderungen, auch die Verdunklung der Sonne, können nicht ausschließlich durch Vulkanasche verursacht worden sein. Was, wenn das große Erdbeben 1887 in Patagonien ein Asteroideneinschlag war? Rufe und Lärm sind zu hören. Dann Stille. Zahlreiche Spuren führen von der Tür in Richtung der Berge. Holz, Stahl und wieder Dampfkerne. Okay. So, da müssen wir hin. Zerstörtes Lagerhaus, genau. Da wollte ich sie hinschicken. Das ist der Trupp, der auf dem Rückweg ist. Dann haben wir das alles. Das sieht auch gut aus. Geht denn jetzt langsam mal die Kohle hoch? Nein. Der Generator, Dampfzentren, Heizkörper.
Kohle reicht nur für einen Tag. Das ist nicht gut. Mindestens ein. Hier jetzt irgendwas verpasst. Geschlossen zu dieser Tageszeit. Ist alles in Ordnung. So, der nächste Tag kommt näher. Das ist auch geschlossen. Na gut, okay, sie produzieren ja jetzt gerade keine Kohle. Was für ein wunderbarer Morgen. Ich bin stolz darauf, ein Bürger dieser Stadt zu sein. Ein Hoch auf unseren Captain. Boah, das klingt gut. Besser als verbannt zu werden und in die Frostlanden geschickt zu werden. Das passiert bestimmt, wenn ich Mist baue. So, hier ist immer noch die Geschichte mit dem Stahl. Okay. Außenpostendepot erforscht. Sehr schön. Das haben wir. Jetzt geht's los. Ich wollte Generator der Stufe 2. Das machen wir gleich. Außenpostendepot ermöglicht uns, ein Außenpostenteam zusammenzustellen, das einen permanenten Rohstoffaußenposten weit entfernt von der Stadt aufbaut, mit dem wir in Verbindung bleiben können. Okay, den muss ich also. Oh, der ist groß. Und den muss ich auch noch an einen vorgegebenen Platz bauen. Dann brauchen wir noch eine Straße dorthin. Haben wir. Bin ich ja mal gespannt, wie das Ding aussieht. Auf alle Fälle kann ich. Naja, jetzt ist das Maximum, dass man es sehen kann. Dann schauen wir mal. Jetzt wollen wir das Spiel weiterlaufen. Wir haben ja Arbeiter, die bauen können. So, Nahrung sieht auch ein bisschen mau aus. Nur ein Tag für 330 Leute. Ja, die Ressourcen gehen jetzt gerade ziemlich runter. Aber ich hatte doch hier noch einen weiteren Kohlegenerator gebaut. Wo ist der denn hin? Das ist die Fabrik. Der läuft mit 100%. Okay, hier nehmen wir mal die Kinder raus und lassen die Erwachsenen arbeiten. Vielleicht kommen wir dann auf 100%. So, die Tagschicht beginnt. Schauen wir mal. Aber immer noch zu wenig. Ich wollte das eigentlich grün haben. Und was ist hier mit denen los? Warum? Ah ja, jetzt geht's wieder. Jetzt geht's wieder. Gut, 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 gut. Hier ist, glaube ich, der Bautrupp unterwegs, der jetzt hier Außenpostendepot anfängt zu bauen. So, die Londoner sind auch schon wieder weniger geworden. Also das mit der Hoffnung ist natürlich ordentlich. So gewinnen wir die nämlich wieder zurück, dass sie bei uns bleiben. Das Ganze dauert noch 4 Tage. Oh, schön. Hier hinten wird schon wieder angezeigt, dass wir wieder auf minus 40 Grad gehen. Also wir werden hier knapp 2 Tage bei minus 60 verbringen. Ich hoffe, das reicht dann auch von den Rohstoffen. Es wird dann die erste große Belastungsprobe, ob unsere Ressourcen ausreichen. Was haben wir hier? Treibhaus. Produziert aber auch nicht wirklich viel Nahrung. Können wir die auch irgendwie pushen? Was wäre denn hier unten?
Was haben wir hier? Treibhauswärmebedingungen. Treibhäuser und industrielle Treibhäuser werden wärmer. Dafür brauchen wir Stahl für die nächste Stufe. Ich überlege gerade, noch mehr auf Effizienz zu gehen. Also hier ist Heizkörpereffizienz. Fortschrittlicher Heizkörper. Aber vielleicht wäre es auch mal langsam an der Zeit, die Häuser für die Zukunft aufzubauen. Baracke, dann Häuser. Da werden wir bestimmt Stahl für brauchen, um die zu bauen. Ja. Spielt dann alles ineinander. So, hier wird gebaut. Müsste also gleich soweit sein. Und dann müssen wir mal schauen. Fertig. Die Mauer wird durch Fahrstühle hoch und runter gefahren. Nicht schlecht. Was haben wir denn hier? Direkt zum Außenpostendepot gehen, um eine neue Einheit einzusetzen. Wir brauchen 10 Arbeiter freier. Haben wir nicht. Dann müssen wir hier die 10 rausnehmen und stecken da 10 Kinder wieder rein. Und haben ein Außenpostendepot. Jetzt muss ich mir überlegen. Aber wir wollten ja eigentlich Zweier haben. Nehme ich jetzt Rohnahrung oder Stahl? Ich glaube, Futter wäre jetzt, glaube ich, ganz wichtig. Schicken wir die mal hin und lassen erst mal Futter bauen, dass wir hier mal ordentlich versorgt werden. Und als nächstes dann okay, für nochmal brauchen wir wieder 10 und dann 20. Schauen wir mal, dass wir die hier schaffen. Dann könnten wir nämlich gleich noch einen zweiten bauen. Warten wir mal die Zeit ab. Warten wir mal ab. Das läuft. Was haben wir hier? Bestimmt wieder. Das Automaton-Projekt. Grundlagenforschung. Sir, Engineer bittet um einen freien Tag, um ein Automaton näher zu untersuchen. Die Automatone können verbessert werden. Sie mögen der Gipfel unserer Technologie sein, aber wenn wir lernen konnten, wie man sie baut, können wir bestimmt auch lernen, wie man sie optimiert. Ich kann jede beliebige Maschine anpassen und ihre Leistung verbessern, wenn ich sie mir näher anschauen würde. Warum sollte das bei den Automatonen anders sein? Dieser Ingenieur wird 24 Stunden lang nicht arbeiten. Naja, damit können wir leben. Können wir doch bestimmt einen weiteren, der nichts zu tun hat, da reinsetzen. Und dann haben wir das gleich wieder ausgesetzt. Wenn der uns hilft, dass die effizienter sind, wäre das eine feine Sache. Denn wenn ich hier hinten bei dem Stahlwerk schaue, 2,4 Tonnen die Stunde. Ist jetzt nicht so viel, wie ich eigentlich gehofft hatte. Das Ding läuft mit 90%. Das sieht gut aus. Und der nächste außen. Wir brauchen wieder 10 Leute. Dazu könnten wir hier Kinder reinsetzen. Und dann können wir gleich. Dieses Gebäude kann keine weitere Expedition unterstützen. Aktuelle Obergrenze ist 1. Ah, verdammt. Also doch. Also doch. Erkunden. Jo, jetzt ist nur die Frage, was brauchen wir denn? Zusätzliche Speer. Vielleicht die hier. Stand da was? Neues Außenpostenteam erstellen. Dieses Gebäude kann keine weitere Expedition unterstützen. Aktuelle Obergrenze ist 1. Der Generator hat sich verbessert.
Jetzt müsste es hier mollig warm werden. Der müsste eigentlich jetzt seine dritte Stufe schon haben. Ich würde mal sagen, es ist kuschelig warm. Aber dieses kuschelig warm kostet sehr viel Kohle. Deshalb gehen wir wieder eine Stufe runter und sparen uns die dritte Stufe dann für minus 60 Grad. Aber das Spiel, das Leben hier in Frostpunk sagt uns, zeigt uns, wo es hingeht. Wir werden das immer weiter ausbauen müssen. Weil ich glaube nicht, dass die minus 60 Grad hier schon die Grenze nach oben sind oder nach unten. So, was hatten wir denn hier? Ich hatte ja hier vorhin schon mal was gelesen. Verbessert die Eingliederung von Automatonen an den Arbeitsplätzen, was ihre Effizienz um 10% erhöht. Aber ich wollte auch. Aber wir brauchen Rohstoffe. Rohstoffe, Rohstoffe, Rohstoffe. Ich gehe mal hier auf den Dampfkohlegenerator. Denn wenn uns die Leute erfrieren, bringt uns das nichts. Verhungern werden sie jetzt erstmal nicht. Die halten 2 Tage durch. Kohle hält 2 Tage. Gut, Stahl ist jetzt nicht so der Bringer. Können wir noch irgendwo. Dieser Automaton konnte immer noch nicht gebaut werden. Stahlwerk. Wir haben ja immer noch Leute. Wo kann ich denn hier noch ein Stahlwerk bauen? Geht gar nicht mehr. Es waren nur die dieses Erzvorkommen hier oben. Nur dieses Erzvorkommen. Okay, dann brauchen wir das nicht weiter bauen. Die Speer sind angekommen beim zerstörten Lagerhaus. 3 der 4 Wände stehen noch und schützen eine kleine Reserve von schneebedeckten Vorräten. Rohnahrung und Holz. Zerstörtes Lagerhaus, gefrorene Vorräte. Mit mäßigem Aufwand konnten wir die Kisten mit Vorräten aus dem Schnee herausholen. Wir werden sie in unserer Stadt gut gebrauchen können. Boah. Okay, hier in dem Bereich ist nichts mehr. Höhlen verstecken. Na, dann schicken wir sie da noch rüber. Ah, halt, hier ist ja doch noch was. Zerstörtes Fahrzeug. Na, dann bringen wir. Sollen die erstmal dahin laufen? Hier ist unser Außenposten für die Rohnahrung am Fischerdorf und die bringen hier immer noch Rohstoffe, ne, zurück. Ja, 127 Stahl, 194 Holz. Das brauchen wir unbedingt. So, können wir hier wieder irgendwas aktivieren? Propagandazentrum läuft noch. Irgendwo hatten wir noch das Gefängnis. Da können wir die Hoffnung. Ah nein, die Unzufriedenheit senken, das ist auch in Ordnung. So, was haben wir hier? 5 Ingenieure wieder reingesetzt. Hier fehlen uns auch wieder Personal. Hier fehlt uns Personal. Können wir alles aufstocken? Müssen wir immer im Auge behalten. Solange wir noch genug Leute haben, dass das immer alles auf 100% ist. Aber was ist immer mit diesen beiden Sammelstellen hier? Warum sind die. Ich lasse die jetzt mal hier arbeiten. 24 Stunden. Weil es bringt uns nichts, wenn hier keine Kohle auf Lager kommt. Wir können. Oh, gemäß des Duellgesetzes findet ein Duell statt. Na dann. Hoffentlich gibt es nicht schon wieder einen Toten. Das Recht zu duellieren. Okay. 88 wohnen näher einer Kampfarena.
Genau, die Kampfarena ist ja hier. Das heißt, hier könnten wir eigentlich auch noch die nächsten Zelte hinbauen. Aber eigentlich, wir haben jetzt schon lange keine Überlebenden mehr gefunden. So, hier müssten die sich jetzt. Achso, nee, Quatsch. Der soll die Kohle da nur anhäufen und die Sammelstellen werden das dann wegnehmen. Ein Einwohner ist gestorben. Na, was duellieren sie sich auch? Also, da muss er auch damit rechnen. Kann ich ja nichts gegen machen. Wir haben das Wrack eines Fahrzeuges gefunden. Wir können ein paar Teile davon retten. Stahl und Kohle. Wir haben das Wrack auseinandergenommen, um Materialien zu bergen und dabei versteckte Vorräte entdeckt. Das sieht auch wieder gut aus. Geht's hier hinten weiter? Gefrorener Teich, dann schicken wir die da noch hin. Moin, Kollege. Hallo, Feuer. Ja, wie wird es ausgesprochen? Ich hoffe, Feuer Ifi oder Feuer Eifi. Ist jetzt gerade schwierig, aber ja, moin, Kollege. Ja, ich grüße dich. Schön, dass du da bist. So. Checken wir mal wieder, dass überall genug Leute sind. No. Genau, wir haben ja immer noch das Struggeln so ein bisschen mit dem Stahl. Passt so die Aussprache. Also Feuer Eifi. Okay, so. Müssen wir erstmal wieder schauen. Die Forschung ist schon wieder ausgegangen. Genau, also Dampfkohlegeneratoren kann ich jetzt bauen. Sägewerk brauchen wir nicht. Aber das Stahlwerk. Wir haben ja immer wieder das Problem, dass wir ja nur zwei Stahlwerke haben, aber Stahl uns immer ausgeht. Und wenn wir dann die Baracken bauen, das haben wir ja. Wo haben wir es? Hier hinten, glaube ich, genau. Da werden wir halt viel Stahl brauchen. Deswegen gehen wir mal hier auf Dampfstahlwerk. Kann ich dir das nächste Mal auf Arbeit erzählen? Bist du das, der auf der anderen Seite saß mit dem Lichtschalter? Ah, auf dem Weg nach unten. Okay. Dann erinnere ich mich. Der Lichtschalter war an meinem an meinem Büroplatz heute. Ist ganz frisch heute gewesen. Aber schön, dass du da bist. Ich freue mich, dass du den Weg hierher gefunden hast. So, die Ereignisse überschlagen sich wieder. Jetzt muss ich mal schauen. Wir hatten ja hier noch die Patrouille und auch den Vorarbeiter. Neue Fähigkeit Vorarbeiter erhöht die Effizienz eines Arbeitsplatzes 24 Stunden lang um 40%. Dann hatten wir noch den. Was blinkt denn hier unten? Neue Ordnung. Mit der Einführung der neuen Ordnung werden alle, die Zweifel äußern, als Verräter behandelt. Gehorsam ist die höchste Tugend. Ohne ihn kann die Stadt nicht überleben. Alle, die uns nicht folgen, werden aus dem Weg geräumt. Ist jetzt aber schon sehr radikal. Hoffnung wird nie mehr ein Problem sein. Die Londoner müssen ihre Ansichten aufgeben. Ein öffentlicher Hinrichtungsplatz wird gebaut. Einige Londoner werden sterben. Einige Einwohner werden sich gezwungen sehen, dieses Gesetz anzufechten. Einige von ihnen werden sterben. Okay, also so radikal gehe ich jetzt noch nicht, weil wir genug Hoffnung haben. Das ist mir jetzt ein Tick zu heftig. Dann hatten wir hier noch Gewalt als Überzeugungsmethode, neue Fähigkeit, Gewalt als Überzeugungsmethode verringert die Zeit, die Gefangene im Gefängnis verbringen.
Was haben wir hier? Haben wir hier noch was Harmloses?